Nächsten Montag, 15 Uhr. Cottbus bekennt Farbe. Die Planung ist abgeschlossen, die Routen stehen fest. Dieses Mal wird es zwei Strecken geben, die Nord- und die Südroute. Man weiß ja, wir haben das auch über zig Jahre schon angemeldet, um möglichst viel Platz in Cottbus einzunehmen, um eben den Nazis möglichst wenig Platz zu lassen. Also die könnten ja sonst hier mitten durch die Stadt tappern. Das wollen wir eigentlich nicht so. Deswegen haben wir ganz viel angemeldet und müssen dann diesen Raum natürlich auch nutzen. Deswegen machen wir diese Abholdemos. Die Nordroute startet um 17 Uhr. Los geht's an der BTU über den Stadthallenvorplatz und den Altmarkt bis hin zum Staatstheater. Die Südroute beginnt um 16.30 Uhr am Sportlerdenkmal. Sie führt vorbei an Vattenfall, der Lutherkirche und dem Glätthaus bis hin zum Brandenburger Platz. Dort treffen alle Demonstranten aufeinander und gehen gemeinsam zum Staatstheater. Am Schillerplatz hält unter anderem Holger Kelch die Abschlusskundgebung. Auch Anhänger der NPD nutzen diesen Tag für Protestaktionen. Cottbus bekennt Farbe ist sozusagen die Gegendemonstration. Bis zu 2000 Besucher werden erwartet.